Sie sind beeindruckende Beispiele für die Errungenschaften der Menschheit. Wunder der Natur. Und Symbole der Freiheit. Doch hinter den Marmorfassaden und Stahlträgern verbergen sich Geheimnisse, die so unglaublich sind. Sie haben dort 65 Leute begraben, die meisten im Rosengarten von Mrs. Lee. So kontrovers. Und man fragt sich, was ist das? Und gefährlich. Pro Stockwerk kommt man auf einen Toten. Es sind zum Teil erschütternde Enthüllungen und unbequeme Wahrheiten. Wir wurden im Morgengrauen hochgebracht. Alles klammheimlich. Und das größte Geheimnis liegt 5 Stockwerke unter der Erde. Die Energie dort ist geradezu unwirklich. Wir steuerten geradewegs auf die größte Katastrophe der Menschheit zu. George Washington wäre dagegen gewesen. Es hätte das Land ruiniert. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren, was steht darin geschrieben? Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? Es ist der Friedhof der Vereinigten Staaten. Amerikanische Soldaten, Staatsmänner und Präsidenten ruhen hier. Das ist der Nationalfriedhof Arlington, die letzte Ruhestätte von einer 250.000 amerikanischer Helden. Doch auch so manches Geheimnis liegt hier begraben. Geheimnisse um Exhumierungen, Verrat und Rache. Der Friedhof liegt auf einem herrlichen Landstrich mit Blick über die Hauptstadt der USA. Schon die Geschichte seiner Entstehung ist äußerst kurios. Sie beginnt auf diesem historischen Anwesen namens Arlington House, früher bekannt als die Villa der Familie Custis Lee. Arlington House wurde 1802 von George Washington Parke Custis, dem Stiefenkel George Washingtons, nicht nur als Wohnhaus erbaut. George Washington Parke Custis ließ Arlington House als Wohnsitz und als eine Gedenkstätte zu Ehren George Washingtons erbauen. Damals gab es noch keine Denkmäler für Washington oder irgendeinen anderen Amerikaner. Es gab keine Vorbilder. Er setzte damit quasi einen Trend. Dieses Haus war das erste nationale Denkmal der USA. Nach seinem Tod 1857 erbte seine Tochter Mary das rund 450 Hektar große Anwesen. Schlagartig wurde sie zu einer der begehrtesten Junggesellinnen von ganz Virginia. Einer ihrer vielen Verehrer war der junge Robert E. Lee, ein Absolvent der Militärakademie von West Point. Sie und ihr Vater waren so etwas wie die First Family des Landes und viele Männer machten Mary den Hof. Als Robert E. Lee es schaffte, ihr Herz zu erobern, gewann er nicht nur ihre Liebe. Lee war ein Militärbeamter. Seine Familie hatte ihr Vermögen vor langer Zeit verloren. Er hat also eine gute Partie gemacht. Fast 30 Jahre lebten Mary und Robert E. Lee glücklich in Arlington House. Aber 1861, als der Bürgerkrieg heraufzog, lehnte Lee es ab, die Armee der Nordstaaten anzuführen. Stattdessen wollte er auf der Seite seiner Heimat Virginia kämpfen, das abtrünnig geworden war. Damit wurde er über Nacht zum Staatsfeind Nummer 1.
Das Anwesen der Custis Lees stellte nun strategisch eine Bedrohung für die Sicherheit der Hauptstadt dar. Als Lee aufbrach, um das Kommando der Südstaatenarmee zu übernehmen, musste seine Frau, die gerade noch in den höchsten Kreisen verkehrte, ihr geliebtes Heim in Schande verlassen. Es wurde von der Armee der Vereinigten Staaten als Stützpunkt zur Verteidigung des Regierungssitzes übernommen. Im Frühjahr 1864 wurden die Kämpfe heftiger und eine Flutwelle von tödlich verwundeten Soldaten brach über Washington herein. Die Armee musste schleunigst nach neuen Begräbnisstätten suchen. Dafür wählte man das Anwesen von Arlington House. Die Anordnung dazu kam von Montgomery C. Meigs, dem Quartiermeister der Nordstaatenarmee. Für ihn war Lees Verhalten im Bürgerkrieg nichts als Verrat. Und als man den Friedhof am 15. Juni 1864 einweihte, wurden dort 65 Leute begraben, die meisten in Mrs. Lees Rosengarten. Gerade die ersten Gräber wurden sehr nah am Haus ausgehoben. Eine Ohrfeige für die Familie Lee, die die Nordstaaten verraten hatte. Man dachte, man könnte Robert E. Lee dadurch von seiner Rückkehr abhalten. Ende 1864 lagen hier über 7000 Soldaten und das Haus war unbewohnbar. Lee kehrte nie nach Arlington zurück, das er 1861 verlassen hatte. Mary Lee kam 1871 ein letztes Mal. Sie sah die Gräber rund um das Haus und war erschüttert. Nur wenige Monate später starb sie. Nach dem Krieg versuchte Robert E. Lees Sohn, George Washington Custis Lee, das Familienanwesen zurückzubekommen. Er verklagte die US-Regierung. Das Grundstück sei illegal und verfassungswidrig konfisziert worden. Das Gericht entschied zu seinen Gunsten. 1883 bedeutete dieses Urteil, dass die Regierung die Leichen von rund 15.000 Soldaten hätte exhumieren lassen müssen. Doch stattdessen traf der Kongress die weise Entscheidung, Curtis Lee sein Erbe auszuzahlen und ihm das Land für $150.000 abzukaufen. Und wer vertrat die US-Regierung bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags? Ironischerweise Robert Todd Lincoln, der einzige lebende Nachkomme von Robert E. Lees Erzrivalen Abraham Lincoln. Doch trotz oder gerade wegen seiner bewegten Vergangenheit ist der Nationalfriedhof von Arlington noch immer ein Denkmal für die gefallenen Helden Amerikas. Hinter jedem Grabstein steckt eine Geschichte und eine spannende Vergangenheit. Man erfährt hier viel über die amerikanische Geschichte und die Opferbereitschaft der Amerikaner in den letzten 200 Jahren. Doch kaum einer der 4 Millionen Besucher, die jedes Jahr hierher kommen, weiß, warum der Nationalfriedhof Arlington überhaupt angelegt wurde. Als Racheakt gegen einen Staatsfeind und nicht als Ehrenmal. Arlington House steht noch immer. Vom Familienanwesen, das zu George Washingtons Ehren erbaut worden war, schaut man auf das berühmte Denkmal hinab, das seinen Namen trägt. Ein Denkmal mit einer dunklen Geschichte und Geheimnissen, die es zu einem der mysteriösesten Orte machen, den Menschen je geschaffen haben. Mit knapp 170 Metern ist es der höchste Obelisk der Welt. Er steht für die Stärke und den Wohlstand Amerikas. Das Washington Monument ist ein Denkmal für einen großen Bürger des Landes, George Washington. Das Washington Monument spiegelt wider, wie wichtig George Washington für die Nation war. Das Land steckte noch in den Kinderschuhen und fand in Washington eine Art Vaterfigur. Auf den ersten Blick eine einfache Huldigung an den ersten amerikanischen Präsidenten. Aber verbergen sich dahinter Geheimnisse? Und wenn ja, wo könnten sie versteckt sein? Vielleicht braucht man gar nicht lange zu suchen. Auf den zweiten Blick fällt dem einen oder anderen die Zweifarbigkeit des Marmors ins Auge. Woran liegt das? Was ist das Geheimnis des Washington Monument?
Nach Washingtons Tod 1799 gab es Pläne für ein nationales Mausoleum. Die sterblichen Überreste des Präsidenten sollten unter der Kuppel des Kapitols ihre letzte Ruhe finden. Doch seine Familie bestand darauf, dass sein Leichnam in Mount Vernon bleiben sollte. 1832, über 30 Jahre nach seinem Tod, an seinem 100. Geburtstag, nahm sich eine Gruppe engagierter Bürger, die Washington National Monument Society, der Sache an und wählte einen Entwurf des Architekten Robert Mills aus. Der Originalentwurf für das Washington Monument von Robert Mills war eine fast 180 Meter hohe Stele, ein Obelisk mit einer viel flacheren Pyramidenspitze als beim jetzigen Bau. Rund um den Obelisk war ein Säulengang geplant, in dem Denkmäler der Gründungsväter stehen sollten, die George Washington unterstützt hatten. Es war eine Referenz an die Antike, an die Ägypter und die Römer. George Washington wäre dagegen gewesen. Es hätte das Land ruiniert. Diese immensen Kosten nur für ein Denkmal. Dafür war beim besten Willen kein Geld da. Da sich der Kongress weigerte, die Kosten zu übernehmen, sammelte die Gruppe 15 Jahre lang Geld für das Mammutprojekt. Am 4. Juli 1848 versammelten sich schließlich mehrere tausend Leute auf einem Hügel unweit des Weißen Hauses. Sie feierten den Beginn des Projektes, das so lange verschoben worden war. Die Zeremonie war keine gewöhnliche Grundsteinlegung, sondern ein seltsames Ritual. Ausgeführt wurde es von Mitgliedern des mysteriösesten Geheimbundes von Amerika, den Freimaurern. Die Freimaurer hatten sehr viel mit der Errichtung des Washington Monuments zu tun. Schon deswegen, weil George Washington selbst Freimaurer war. Das Freimaurertum bestimmte Washingtons Leben. Er war Deist. Er glaubte an die zentrale Rolle der Natur und die Macht der Vernunft. Die Freimaurer trugen Washingtons Schärpe, seine Schürze und seinen Richterhammer. Man könnte das für putzig halten, aber das war es nicht. Sie haben sich auf eine Stufe mit dem Gründungsvater der Nation gestellt. Die Freimaurer haben nicht nur für das Bauwerk unglaubliche Mittel gesammelt, sondern auch für eine außergewöhnliche Anzahl von Gedenksteinen. Zusätzlich zu den Marmorsteinen, die die Fassade verblenden, wurden weitere Steine für das Innere benötigt. Menschen aus aller Welt spendeten dafür Gedenksteine, die häufig mit aufwendigen Inschriften versehen sind. Millionen von Leuten kennen das Washington Monument. Sie sehen es, wenn sie nach Washington kommen. Aber sie haben keine Ahnung, dass im Inneren 193 Gedenksteine verborgen sind. Sie wurden von Städten, Vereinen, Feuerwehren, Freimaurerlogen, fremden Ländern und einigen Privatleuten gespendet. Einer dieser Steine hätte beinahe nicht nur das Monument, sondern auch die Regierung der Vereinigten Staaten zu Fall gebracht. 1853 spendete Papst Pius IX. Einen Stein mit der Inschrift »Von Rom an Amerika«. Die Spende rief einen Proteststurm von einer radikalen Gruppe hervor, die sich die Nichtwisser nannte. Sie nannten sich so wegen ihrer Geheimtreffen. Wenn man sie fragte, was war da los, dann sagten sie nichts, gar nichts. Wir hatten kein Treffen. Es war eine Gruppe hauptsächlich weißer, protestantischer Männer, die große Angst vor den meist katholischen, irischen und deutschen Einwanderern hatten. Die Nichtwisser fürchteten, dass der Papst eines Tages das Land regieren könnte. Sie waren wütend, dass der Papst und die katholische Kirche im Washington Monument repräsentiert sein würden.
Als der Stein schließlich in Washington ankam, wurde er von den Nichtwissern gestohlen. Sie transportierten ihn in einem Karren zum Fluss Potomac und zertrümmerten ihn vermutlich. In den frühen 80er Jahren wurde ein Ersatz für den Stein gestiftet, der rund 130 Jahre zuvor verloren gegangen war. Die Partei der Nichtwisser schaffte es später, die Kontrolle über das Denkmalkomitee zu erlangen. Doch ihre Verbindung zu dem Projekt stieß auf öffentlichen Widerstand, sodass der Bau einige Zeit stoppte. Deshalb stand der Bau des Washington Monuments jahrelang still. Nachdem die Nichtwisser die Kontrolle über den Bau übernommen hatten, entzog der Kongress ihm die Subventionen. Ein paar Jahre später kam auch noch der Bürgerkrieg dazwischen. Der Bau verzögerte sich immer mehr. 25 Jahre lang stand das Monument unvollendet herum. Ein Schandfleck in der Hauptstadt. Als die Arbeiten 1878 weitergingen, war der Entwurf des Monuments radikal verändert worden. 1878 war das Geld immer noch knapp und der Rest von Mills Design wurde gestrichen. Thomas Lincoln Casey, ein Mitglied des Ingenieurskorps, überarbeitet den Originalentwurf komplett. Er entfernt das Pantheon und übernimmt das antike Symbol des Obelisken. Er entwirft also ein Denkmal in Form eines Obelisken, aber mit einem Aufzug und einer Aussichtsplattform. Das Denkmal für den ersten Präsidenten, den Gründungsvater der USA, ist ein Obelisk im ägyptischen Stil. Fragt sich keiner, warum? War George Washington etwa Ägypter? Natürlich nicht, er war äußerst englisch. Doch Casey erlaubte den Freimaurern, die auch hier wieder beteiligt waren, sogar alte mystische Symbole im Inneren des Baus anzubringen. Wenn man in den Aufzug steigt, dann ist über einer der Türen eine geflügelte Scheibe mit einem sechszackigen Stern in der Mitte. Das ist ein Symbol aus der ägyptischen Mythologie und symbolisiert die Erhebung des Bewusstseins. Da steht man also in dem Fahrstuhl und schaut auf die geflügelte Scheibe. Ägyptischer geht es nun wirklich nicht mehr. Nochmal, das Symbol für die Erhebung des Bewusstseins in eine andere Dimension mit dem sechszackigen Stern in der Mitte. Ein altertümlicher ägyptischer Obelisk zu Ehren des ersten amerikanischen Präsidenten mit seltsamen mystischen Symbolen im Innern. Aber warum? Einen Hinweis liefert vielleicht ein anderes göttlich inspiriertes Geheimnis des Monuments. Am 6. Dezember 1884 platzierten Ingenieure den 1,5 Tonnen schweren Deckstein auf dem Obelisken, auf dem sich eine 23 Zentimeter hohe und knapp 3 Kilo schwere Spitze aus Aluminium befindet. Das Metall war damals sehr selten. Es krönt die Spitze des Denkmals und trägt eine besondere Inschrift. Laus Deo. Gelobt sei Gott. Die beiden Worte zeigen Richtung Osten, sodass die Sonne stets darüber auf, aber niemals untergeht. Es ist kein Zufall, dass Pyramiden und Obeliske von den Freimaurern als Symbole verwendet werden. Das Wort Freimaurer steht nicht nur für die Erbauung von physischen Bauwerken, sondern von geistigen Tempeln, von einer Gemeinschaft, letztlich von einer besseren Welt. And then building a better world. Heute, über 130 Jahre nach seiner Fertigstellung, ist das Washington Monument ein stolzes Symbol für Einigkeit und moralische Integrität. Eine passende Hommage an einen Mann, der wie kein anderer die amerikanische Geschichte prägte. George Washington war selbst eine beeindruckende Erscheinung, genau wie das Denkmal, das sich über die Stadt erhebt. Für mich ist besonders spannend, dass das Washington Monument aus so vielen Steinen besteht. Etwa 36.000. Was bedeutet das, wenn so viele Steine einen großen ergeben? Es ist ein Bild für das amerikanische Motto E pluribus unum, aus vielen eines.
Rund 3000 Kilometer entfernt in Texas steht ein weiteres berühmtes Steinbauwerk, das Alamo. Es birgt ein dunkles Geheimnis, das die zahlreichen Legenden erschüttern könnte, die sich darum ranken. Es steht noch immer, gezeichnet von blutrünstigen Schlachten, denen es trotzte. Das Alamo symbolisiert Mut und Willensstärke. Für Texaner hat es eine fast schon religiöse Bedeutung. Sie identifizieren sich damit. Es steht für ihre Unabhängigkeit, ihre Charakterstärke, all das. Und auch für die restlichen Amerikaner symbolisiert es Pioniergeist und die Einstellung, dass man niemals aufgeben darf. Doch hat das Geheimbuch der USA möglicherweise etwas anderes darüber zu erzählen? Im Herbst 1835 gehörte Texas noch zu Mexiko. Die immer strengere Kontrolle durch die mexikanische Regierung machte viele Texaner zunehmend wütend, bis sie schließlich zu den Waffen griffen und aufbegehrten. General Antonio López de Santa Anna versuchte, die Revolte niederzuschlagen und marschierte in San Antonio ein. Dort hatte sich eine Gruppe von Aufständischen in einem ehemaligen katholischen Missionsgebäude verschanzt, das unter dem Namen Alamo bekannt war. Es wird oft fälschlich angenommen, dass in der Schlacht von Alamo um das Missionsgebäude gekämpft wurde. Es ging um die Kontrolle der Stadt San Antonio, auf der anderen Seite des Flusses. Ihre Lage ist strategisch wichtig. Einer der Hauptverkehrswege aus Mexiko führt hier durch. Die Texaner wollten General Santa Anna hier aufhalten. Hier hatten sich rund 200 freiwillige Kämpfer verbarrikadiert. Die meisten davon waren Zivilisten. Das Kommando hatten Lieutenant Colonel William Travis, der berühmte Messerkämpfer Jim Bowie und der beliebte Pionier und ehemalige Kongressabgeordnete Davy Crockett. Diese Männer waren unsagbar tapfer. Sie glaubten fest an die Ideale der Demokratie und waren bereit, im Kampf dafür zu sterben. 13 Tage lang belagerten 4000 mexikanische Soldaten das Alamo. Lieutenant Colonel William Barrett Travis war möglicherweise eines der ersten Todesopfer in der Schlacht von Alamo. Er wurde wahrscheinlich von einer 75-Kaliber Bleikugel getötet, abgefeuert aus einer importierten britischen Flinte, mit der die Mexikaner im Dunkel der Nacht gegen die Nordwand feuerten. In den frühen Morgenstunden des 6. März gab General Santa Anna schließlich den Befehl zum Angriff. Innerhalb von Minuten stürmten die mexikanischen Soldaten das Gebäude und töteten fast alle, die sich darin befanden. Wir vermuten, dass der eigentliche Kampf nicht einmal 90 Minuten dauerte. Und er war sehr, sehr brutal. Die Zahl der Opfer ist nicht ganz klar. Dokumentiert wurden 189 Tote. Doch ein oder zwei mexikanische Aufzeichnungen sprechen von 250 Leichen, die vor Ort gefunden und gezählt wurden. Die Frage ist, wer sind diese zusätzlichen Toten? Wo kommen sie her? Vieles ist am Alamo so geheimnisvoll, weil alle, die es verteidigten, getötet und ihre Leichen verbrannt wurden. Die amerikanische Öffentlichkeit war schockiert. Es verbreitete sich das Gerücht, dass General Santa Anna die grausamen Hinrichtungen selbst angeordnet hatte. Viele Freiwillige strömten nach Texas, um Rache zu nehmen. Natürlich ist Rache nichts, worauf man stolz sein sollte, aber sie war der Auslöser der Schlacht von San Jacinto. 46 Tage nach der Schlacht von Alamo besiegten 700 bis 800 wütende Texaner die mexikanischen Truppen, die mehr als doppelt so viele Soldaten hatten. Die Schlacht war nach 18 Minuten vorbei und Texas war von Mexiko unabhängig.
Das Entsetzen der Öffentlichkeit über das blutrünstige Massaker, das letztlich zu Texas Unabhängigkeit führte, war groß. Nur wenige erfuhren davon, dass General Santa Anna Dutzende von Menschen im Kampf verschont hatte, darunter Frauen, Kinder, Boten und drei afroamerikanische Sklaven. In der Legende von Alamo gab es keine Überlebenden. Das stimmt nicht. Es waren Frauen und Kinder, Angehörige von texanischen Truppenmitgliedern. Am Morgen des 6. März, nachdem die heftige Schlacht um sie herum getobt hatte, wurden sie zu Santa Anna gebracht. Nach einem Verhör gab er ihnen jeweils $2, eine Decke und ließ sie nach Hause gehen. Gibt es noch mehr Geheimnisse über Alamo? Und wie viele von ihnen sind wahr? Eine der wirklich besonderen Sagen um das Alamo ist der Silberschatz, den James Bowie mitgebracht und dort vergraben haben soll. Es gab einen Brunnen im Alamo. Der wurde während der Belagerung von den Texanern gegraben. Doch seit ein paar Jahren rankt sich ein Mythos darum. Danach habe Jim Bowie seinen Silberschatz darin versteckt. Der angeblich eigentliche Grund, warum Santa Anna das Alamo überhaupt angriff. Es gibt Millionen von Gründen, die zu dieser Schlacht führten. Der Schatz gehört nicht dazu. Diese Geschichte wurde aus PR-Gründen erfunden, um Aufmerksamkeit auf archäologische Ausgrabungen auf dem Platz zu ziehen. Wenn man allein schon den Brunnen finden würde, wäre das wie ein Schatz. Es gibt einen Brunnen auf dem Gelände, aber er ist viele Jahre nach der Schlacht gegraben worden. Ein Detail, das daran erinnert, dass die Anlage, die heute 4 Millionen Besucher jährlich anlockt, nicht mehr viel Ähnlichkeit mit dem Originalzustand von 1836 hat. Heute ist vom Alamo nur noch das Kirchengebäude übrig, in dem wir uns gerade befinden. Ein Teil des alten Klosters, der auch die langen Baracken genannt wird, wurde 1911 oder 12 abgerissen und mit den Originalsteinen wieder aufgebaut. Von der ursprünglichen Bausubstanz sind nur noch die westliche Mauer der langen Baracken und die Kirche übrig. Die Fassade der Kirche ist berühmt. Man sieht sie und weiß sofort, das ist das Alamo. Man dachte lange, dass die Schlacht komplett innerhalb dieses einen Gebäudes stattgefunden habe. Dabei war es ein fast 1,5 Hektar großer Komplex. Das Alamo ist ein Opfer des Fortschritts. Die Stadt ist größer und größer geworden und hat das Alamo allmählich verschluckt, bis nur noch das übrig war, was wir heute sehen. Eine ganze Armee von Historikern beschäftigt sich mit dem Alamo und dreht praktisch jeden Stein um, der damit zu tun hat. Doch es gibt ein letztes Geheimnis, von dem die wenigsten Besucher auch nur ahnen. Die Existenz eines zweiten Alamo. Wir sind auf einer Ranch etwa 11 Kilometer nördlich von Brackettville. Nein, das hier ist nicht das echte Alamo, sondern eine Nachbildung, die für den John Wayne-Film Alamo gebaut wurde. Das Tolle daran ist, das hier ist ein Alamo, wie es 1836 aussah. Hier gibt es weder Hochhäuser noch Autoverkehr. No high-rise buildings, no traffic. Für seine Hommage an die tapferen Männer, die für Texas gestorben sind, engagierte John Wayne einen Rancher namens James T. Shahan, der Happy genannt wurde. Der Bau begann im September 1957, über 200 Kilometer vom echten Alamo entfernt und dauerte fast 2 Jahre. Wayne wollte eigentlich ein normales Filmset mit falschen Fassaden bauen.
Doch Happy wollte, dass die Kulisse stehen bleibt und baute ein echtes Gebäude, in dem jeder Raum 4 Wände hat. Er hat sogar einen Fußboden und Wasserleitungen verlegt. Jetzt steht es schon seit 60 Jahren. Etwa 250 Meter weiter baute Shahan aus Lehmziegeln und Holz eine Nachbildung der Stadt San Antonio. Es ist ein riesiges Dorf, hat aber nicht viel mit dem echten San Antonio von 1836 zu tun. Es ist eher eine Westernkulisse. Doch eine bessere Nachbildung gibt es nicht. Nachdem John Waynes Film Alamo 1960 herauskam, wurde Alamo Village zu einer beliebten Touristenattraktion und wird immer noch häufig als Filmset benutzt. Noch heute ist Alamo Village eine gute Möglichkeit, einen Blick in eine sagenumwobene Vergangenheit zu werfen. Man kann das Alamo aus zwei Perspektiven betrachten, einmal aus historischer, einmal aus mythischer Sicht. Ich finde, der Mythos gewinnt dabei fast immer. Das Alamo ist so faszinierend wie die Legenden darüber. Doch es gibt noch ein amerikanisches Bauwerk, das nicht nur ein fesselndes, sondern möglicherweise sogar tödliches Geheimnis birgt. Die Golden Gate Bridge. Sie ist ein Symbol für die Überlegenheit des Menschen über die Naturgewalten. Ein Wunderwerk der Technik, eingehüllt in Nebel und Geheimnisse. Die Brücke hat etwas Magisches. Man spürt, wie sie sich bewegt. Sie spricht zu den Menschen. Man kann sich die Brücke auf Bildern anschauen, aber das ist nichts im Vergleich dazu, wenn man herkommt, drüberläuft und sie berührt. Die Golden Gate Bridge ist ein Meisterwerk der modernen Ingenieurskunst. Doch lange war es nicht klar, ob sie überhaupt gebaut werden könnte und wenn ja, wie sicher sie sein würde. Die Golden Gate Bridge war eine riesige Herausforderung, weil die Meerenge, die sie überspannt, so groß ist. Die Ingenieure hielten den Bau für unmöglich. 1916, 10 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben in San Francisco, wurde die Brücke von dem deutsch-amerikanischen Ingenieur Joseph Strauss entworfen. Strauss war der einzige Ingenieur, der es für machbar hielt. Die anderen meinten, es geht gar nicht. Oder aber für 100 Millionen Dollar. Strauss sagte, ich kann diese Brücke für 27 Millionen bauen. Am Ende kostete sie 35 Millionen. Strauss war hartnäckig und er vertraute einem erfahrenen Team, das es verstand, diese Brücke zu verwirklichen. Er war weder ein besonders guter Ingenieur noch ein begnadeter Brückenarchitekt, aber er war ein fantastischer Unternehmer, der in Brücken und Gebäude fanat war. Strauss verwirklichte seine Vision mit Hilfe eines Spitzenteams von Architekten und Ingenieuren. Darunter der Oberingenieur Charles Alton Ellis und der beste Hängebrückenarchitekt des Landes, Leon Moisef. Wir verdanken Moisef die Türme der Brücke. Kein anderer hätte sie so hoch gebaut. Dadurch konnten die Aufhängungskabel länger, vor allem aber über die gesamte Meerenge gespannt werden. Diese großen Kabel halten die ganze Brücke. Und die Türme halten wiederum die Kabel. Jedes Kabel ist an den Seiten im Fels verankert, um der hohen Spannung standzuhalten. Weil das gesamte Gewicht der Brücke an diesen Kabeln hängt, nennt man es Hängebrücke. Um Unfälle beim Bau zu verhindern, ließ Strauss ein riesiges Netz unter der Brücke spannen. Es sollte Arbeiter auffangen, die das Gleichgewicht verloren hatten.
Das Netz war nicht da, um Verletzungen, sondern um Tote zu vermeiden. Es war das erste Projekt, bei dem ein Sicherheitsnetz auf ganzer Baustellenlänge gespannt wurde. Und es rettete tatsächlich 19 Männern das Leben. Wer den Sturz überlebte, betrachtete sich als auserwählt und durfte sich zum Club der Teufelskerle zählen. Kein schlechter Club. Wenn das Netz einem das Leben gerettet hatte, hatte man etwas, das man seinen Freunden beim Feierabendbier erzählen konnte. Aber es gab auch Tote. 11 Männer starben beim Bau der Golden Gate Bridge. Am Ende der Bauphase gab es einen Unfall, bei dem ein Stück des Gerüsts wegbrach. Das Netz riss und einige Arbeiter kamen ums Leben. Nach 6 Jahren Bauzeit war das Wunder vollbracht. Am 27. Mai 1937 wird die Golden Gate Bridge eröffnet. Ein unglaublicher Anblick. Alle wollten auf der Brücke irgendetwas als erstes tun. Der erste Step-Tanz auf der Brücke, die erste Überquerung der Brücke auf Stelzen. 200.000 Leute überquerten die Brücke. Eine Woche lang wurde gefeiert, die Schulen waren geschlossen, es gab Paraden und Musik. Alle kamen aus San Francisco und Umgebung, um die Einweihung zu feiern. Nach und nach traten die Befürchtungen bezüglich der Sicherheit in den Hintergrund. Bis 1940. Als eine von Leon Moisev entworfene Brücke in Tacoma in Washington plötzlich ins Schwanken geriet, wie man in diesen seltenen Farbfilmaufnahmen sehen kann. Moisev wollte Brücken höher, länger und leichter bauen. An den aerodynamischen Eigenschaften gab es nichts auszusetzen, denn die Brücken konnten sich so dem Wetter anpassen. Doch in diesem Fall hatte er die Brücke zu aerodynamisch gestaltet. In einem starken Sturm begann sie zu schwingen, bis sie schließlich zusammenbrach. Das Brückenunglück in Tacoma versetzte San Francisco in Panik. Und obwohl die Golden Gate Bridge daraufhin seitlich verstärkt wurde, musste sie 1951 aufgrund starker Winde gesperrt werden. Der Sturm von 1951 zeigte deutlich, dass die Brücke noch längst nicht perfekt war. Die Brücke hält einiges an Wind aus, aber bei zu hohen Windgeschwindigkeiten wird sie etwas instabil und beginnt zu galoppieren. Das heißt, sie bewegt sich auf und ab und verdreht sich. Sie muss den modernen Standards also noch besser angepasst und stabilisiert werden. Die Golden Gate Bridge steht seit über 70 Jahren. Aber nur wenige wissen, dass sie einmal fast zusammengebrochen wäre und dabei Hunderttausende Menschen hätte töten können. Am 27. Mai 1987, beim 50. Brückenjubiläum, unterbrach man den Autoverkehr und öffnete die Brücke komplett für Fußgänger. Man erwartete 50.000 Leute, aber am Ende kamen fast 800.000. Von den 800.000 Besuchern waren 300.000 auf der Brücke selbst. Und da die sich bewegen kann und soll, tat sie das auch. So eine große Last musste die Brücke noch nie tragen. Es waren so viele Menschen auf der Brücke, dass ihre gebogene Form zu einer Geraden wurde. Die Brücke senkte sich um etwa 6 Meter ab. Die Menschenmassen, die von Norden nach Süden herkamen, trafen sich in der Mitte. Es gab keine Ausweichmöglichkeiten, also wurde die Last immer größer. Manche sind über das Geländer geklettert und standen auf einem halben Meter breiten Stahlträger, 60 Meter über dem Wasser. Augenzeugen berichten, dass die Aufhängekabel zum Zerreißen gespannt schienen. Und als der Wind die Brücke in Schwingung versetzte, wurden manche der Fußgänger seekrank und gerieten in Panik. Die
Die Ingenieure kletterten in Windeseile auf einen Pfeiler und stellten Berechnungen an, um sicherzustellen, dass keine Gefahr bestand. Die Brücke ist ja so konstruiert, dass sie sich bewegen kann und sie ist nicht für das Gewicht solcher Menschenmassen ausgelegt. Normalerweise gibt es nur eine Nutzlast auf der Brücke, weil der Verkehr ständig in Bewegung ist. Zum Glück war die Brücke gerade erst nachgerüstet worden, sodass sie diese Schwierigkeiten unbeschadet überstand. Aber es war beängstigend und wir sind nur knapp der größten technischen Katastrophe der Menschheit entgangen. An ihrem 75. Jubiläum am 12. Mai 2012 verzichtete man dann auf einen Fußgängertag. Doch könnte die Brücke tatsächlich unter dem Gewicht von Fahrzeugen und Fußgängern oder durch Naturgewalten wie Wasser, Wind und Erdbeben zusammenbrechen? Die Brücke ist bisher nicht zusammengebrochen, weil sie gut geplant und gebaut wurde. Und sie wird gut gewartet. Trotzdem kann es immer wieder zu kritischen Situationen kommen. Vor 75 Jahren war die Brückenbautechnik noch nicht auf demselben Stand wie heute. Wir wissen heute viel mehr über Vibrationen und das Schwingungsverhalten bei Wind und über die Belastbarkeit von Stahl. Seit 1937 steht die Golden Gate Bridge unbeschadet und in voller Pracht. Und die besten Ingenieure setzen alles daran, dass es so bleibt. Weitere Rätsel aus Stahl und Stein warten darauf, gelüftet zu werden. Im zweiten Teil ergründen wir unter anderem Wetterphänomene am St. Louis Gateway Arch, UFO-Landeplätze am Devil's Tower und Luftschiffe am Empire State. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die brisantesten Staatsgeheimnisse der USA in einem Buch aufbewahrt werden. Ein Buch, zu dem nur der Präsident und seine engsten Vertrauten Zugang haben. Ein Buch mit genügend Zündstoff, um die Geschichte der USA neu zu schreiben. Sollte dieses Buch tatsächlich existieren, was steht darin geschrieben? Geheime Pläne? Unbequeme Wahrheiten? Verschwörungen? Gibt es ein Geheimbuch der USA? Er ist der ganze Stolz von St. Louis in Missouri. Der Gateway Arch, auch bekannt als das Tor zum Westen. Doch dient dieser riesige Torbogen möglicherweise einem geheimen Zweck? Kann es stimmen, was viele Anwohner glauben, beeinflusst dieses amerikanische Architekturwunder tatsächlich das Wetter? St. Louis liegt in einer Region mit turbulentem Wetter. Im Frühjahr und im Sommer gibt es oft Gewitter, im Winter starke Schneestürme. Doch manchmal gibt es Stürme, die genau an der Stadt vorbeiziehen. Einige Leute glauben, dass der Torbogen dafür verantwortlich ist. Meteorologen haben beobachtet, wie sich heftige Stürme auf St. Louis zubewegten, plötzlich aufteilten und die Stadt im Norden und im Süden umrundeten. Dahinter kamen sie wieder zusammen. Dieses Phänomen nennt man den Bogeneffekt und erklären kann es bisher keiner. Der St. Louis Gateway Arch wurde 1965 fertiggestellt. Eero Saarinen, ein finnisch-amerikanischer Architekt, ist für den futuristischen Entwurf verantwortlich. Er sollte an die Rolle der Stadt als Ausgangspunkt für die Besiedlung des Westens erinnern. Der Gateway Arch ist einzigartig. Nie zuvor und eigentlich auch nie danach wurde etwas derartiges gebaut. Ein 192 Meter hohes bogenförmiges Gebäude. Nichts daran ist gerade oder rechtwinklig. Ein sehr innovatives Design für 1948. Viele hielten den Bau für unmöglich. Bei der Verschalung mit rostfreiem Stahl nutzte man eine Technik, die gerade erst im Flugzeugbau entwickelt wurde. Die äußere Hülle besteht aus 6,35 mm dickem rostfreiem Stahl, die innere Hülle aus Carbonstahl. Alles wurde ringsherum nahtlos miteinander verschweißt. Glaubt man dem Architekten, wird der Bau 1000 Jahre halten. Doch hatte Eero Saarinen bei seinem Entwurf des Bogens noch einen anderen, einen geheimen Zweck im Sinn? Wusste er, dass er möglicherweise das Wetter beeinflussen könnte?
Manche glauben, dass das Bauwerk durch seine besondere Größe und Form ein Energiefeld erzeugt, das Gewitter abstoßen oder anziehen kann. Tausende von Menschen besuchen es jeden Tag. Aber niemand ahnt auch nur, dass es nachts zu etwas völlig anderem wird, nämlich zu einem hochwirksamen Instrument zur Wettersteuerung. Der Bogen wird wahrscheinlich jedes Mal von Blitzen getroffen, sobald ein Gewitter in der Region ist. Er wurde so gebaut, dass ihm Blitzeinschläge nichts anhaben können. Das Fundament reicht tief ins Felsgestein hinein, der Grund ist sehr solide. Das Konzept ist faszinierend. Und wenn man sich einmal überlegt, mit einer Wünschelrute kann man Wasser finden, mit etwas Kupferdraht versteckte Stromleitungen. Warum soll der Bogen nicht das Wetter beeinflussen? Dafür bräuchte man wahrscheinlich so etwas wie einen unterirdischen Teilchenbeschleuniger oder eine Art Magnetfeldgenerator. Aber es wäre möglich. Man könnte Energie kanalisieren oder sie von außerhalb anziehen und so einen starken Ionenstoß erzeugen, der wiederum das Wetter beeinflussen könnte. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es dabei zwei Probleme. Das erste betrifft die positive und negative Ladung. In einem Leiter fließen nur negativ geladene Teilchen, also Elektronen. Man bekäme also nur einen negativen Stoß. Das zweite Problem besteht darin, dass Leiter ihre Ionen gern behalten. Es ist sehr schwierig, ein Ion von einem Leiter zu trennen. Dafür ist Energie nötig, die etwa der hundertfachen Zimmertemperatur entspricht. Der Bogen müsste also so heiß werden, dass er glüht, um einen Ionenstoß zu erzeugen. Manche erklären die wetterverändernden Eigenschaften des Bauwerks mit seiner besonderen Kurvenform. Der Bogen ist ein sogenanntes Catenoid, vom lateinischen Catena für Kette. Die Form, die eine Kette beschreibt, wenn sie zwischen zwei Punkten aufgehängt ist. Beim Gateway Arch wurde diese Kurve umgedreht. Der Bogen beschreibt eine Kettenlinie. Damit ist das Wahrzeichen von St. Louis schon außergewöhnlich. Physikalisch betrachtet ist diese Kurve extrem stabil. Am höchsten Punkt der Kurve befindet sich der Schlussstein. Er hält den Bogen zusammen. Er macht ihn zu einem stabilen Ganzen. Er ist unentbehrlich. In den Schlussstein des Bogens wurde kurz vor der Fertigstellung eine Zeitkapsel eingelassen. Doch was befindet sich darin? Enthält sie die Beweise dafür, dass der Gateway Arch das Wetter beeinflussen kann? Solange der Bogen nicht einstürzt, wird man die Kapsel leider nicht öffnen können. Da sie im Schlussstein ist, wird sie dort bleiben, solange der Arch steht und niemand beschließt, ihn abzureißen oder er von allein umfällt. Also vielleicht in 1000 Jahren. Es gibt keine handfesten Beweise dafür, dass die Form oder das Material des Bauwerks tatsächlich das Wetter beeinflussen können. Tatsache ist jedoch, dass der Architekt im Zweiten Weltkrieg für die Vorgängerbehörde der CIA namens OSS gearbeitet hat. Es gibt Belege dafür, dass das US-Militär damals forschte, ob man das Wetter wie eine Waffe kontrollieren könnte. Sollte das Gebäude tatsächlich das Wetter beeinflussen können, dann war Saarinen von Anfang an die beste Wahl. Wegen seiner Verbindungen zum OSS. Das besaß Informationen, die aus vielen Versuchen von Nikola Tesla zur Kontrolle von Elektrizität und Wetterphänomenen stammten. Möglich, dass Saarinen auf solche Informationen gestoßen ist und mit den richtigen Materialien und dem richtigen Entwurf die Gelegenheit für den Bau eines solchen Instruments bekam. Wurde der Gateway Arch tatsächlich gebaut, um ein unter Verschluss gehaltenes Top-Secret-Projekt zu testen? Wahrscheinlich nicht. Doch es würde zumindest die auffällig vielen Sicherheitskräfte erklären, die diese öffentliche Sehenswürdigkeit bewachen. Die Parkplätze werden rund um die Uhr überwacht. Es ist ein nationales Denkmal, das muss man im Auge behalten. Es ist unser Job. Wir schützen den Gebäudekomplex, aber genauso seine Geheimnisse.
Wird der Gateway Arch von St. Louis also doch noch aus anderen geheimen Gründen überwacht? South Dakota. Mächtig und stolz ragen vier Köpfe aus Fels gehauen weithin sichtbar in die Landschaft. Mount Rushmore. Wie stumme, in Stein gehauene Wächter schauen sie ins Land. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. Doch welche Geheimnisse verbergen sich hinter ihren gütigen Gesichtern? Etwa 4 Millionen Besucher kommen jedes Jahr zum Mount Rushmore in Keystone in South Dakota. Wie viele von ihnen wissen, wie und warum dieses Wunderwerk entstanden ist? Und welcher Bildhauer hinter diesem ehrgeizigen Projekt steckt? Gutzon Borglum. Er war Amerikaner in der zweiten Generation und die Liebe zu diesem Land wurde ihm von klein auf eingeimpft. Sein Vater war ein mormonischer Missionar aus Dänemark und musste sich 10 Jahre gedulden, bevor er in die USA kam. Er liebte Amerika über alles. Gutzon Borglum war außergewöhnlich. Er war der bekannteste Bildhauer seiner Zeit und er hatte ein großes Geltungsbedürfnis. Er wollte sich einen Platz in der Geschichte sichern. Deshalb wollte er unbedingt etwas unglaublich Bedeutendes, Großartiges schaffen, um so der Nachwelt in Erinnerung zu bleiben. 1923 schmiedete er Pläne für sein bis dahin ehrgeizigstes Projekt. Ein 30 Meter hohes, in den Fels des Stone Mountain in Georgia gehauenes Relief. Es sollte 3 Persönlichkeiten der Konföderierten Staaten von Amerika zeigen. Er trat sogar dem Ku Klux Klan bei, um finanzielle Unterstützung zu bekommen. Doch nachdem er das Porträt von General Robert E. Lee fertiggestellt hatte, zerstritt sich Borglum mit den Organisatoren. Er zerstörte seine gesamte Arbeit, verließ wütend den Ku Klux Klan und das Projekt. Doch glücklicherweise wurde der Historiker Dorian Robinson aus South Dakota auf ihn aufmerksam. Er hatte die Vision einer riesigen Steinskulptur an einem Berghang in den Black Hills. Bei der Ursprungsidee ging es noch um Westernhelden, aber er wollte etwas Größeres, etwas Bedeutungsvolleres für Amerika. Und deshalb schlug er Präsidenten vor. 1924 suchten sie einige Wochen lang nach einem passenden Berg in den Black Hills. Als er Mount Rushmore sah, wusste er, das war sein Berg. 3 Jahre dauerte die Vorbereitung, Planung und Finanzierung. Am 4. Oktober 1927 ging der inzwischen 60 Jahre alte Bildhauer schließlich ans Werk. 400 Helfer gingen ihm zur Hand. Auf diesen seltenen Amateuraufnahmen sieht man Borglum und sein Team, wie sie den Berghang aus Granit in ein Kunstwerk verwandeln. Gleichzeitig waren um die 30 Arbeiter im Einsatz. Um auf den Berg zu kommen, mussten sie etwa 700 Stufen erklimmen. Die Bildhauer wurden dann mit Bauwinden abgeseilt. Entweder hingen die Arbeiter in einem Klettergeschirr oder standen auf Baugerüsten. Finanzierungsschwierigkeiten und schlechte Wetterverhältnisse verlängerten die ursprünglich geplante Bauzeit von 4 auf letztendlich 14 Jahre. Und da sich der Berg oft zu sträuben schien, musste Borglum zeitraubende Änderungen an seinem Entwurf durchführen. Als wir mit der Arbeit an Jefferson anfingen, ging ein Riss von seiner Stirn durch seine Nase und Lippe. Borglum konnte das nicht dulden. Der Riss hätte eines Tages die Nase beschädigen können. So trug er mehr Fels vom unteren und weniger vom oberen Teil ab und neigte so den Kopf nach hinten. Dadurch geht der Riss jetzt genau durch die Lippe. Man kann ihn durch ein Fernglas sehen. Trotz aller Bemühungen konnte Gutzon Borglum die Vollendung seines Traums nicht mehr miterleben. Am 6. März 1941 starb der Bildhauer kurz vor seinem 74. Geburtstag an den Folgen einer Operation.
Glücklicherweise wurde das Projekt von seinem Sohn Lincoln fortgeführt. Eine Zeit lang schien es, als könnte nichts dieses ehrgeizige Projekt zu Ehren der vier Präsidenten aufhalten. Doch dann brachte eine Bedrohung vom anderen Ende der Welt das Projekt endgültig zum Erliegen. Am 31. Oktober 1941 wurde das letzte Mal am Berg gearbeitet. Der Tag, an dem die Reuben James von einem deutschen U-Boot getroffen wurde. 6 Wochen später traten die USA in den Zweiten Weltkrieg ein. Das war das Ende. Das Geld ging aus. The money dried up. Der Zweite Weltkrieg bedeutete das Ende für die Arbeit an Mount Rushmore. Hammer und Meißel wurden endgültig niedergelegt. Und der damalige Stand von Guts & Borglums monumentaler Arbeit ist das, was wir heute sehen können. Doch ob man es glaubt oder nicht, der eigentliche Entwurf des Bildhauers sah noch mehr vor. Sehr viel mehr. Bei näherer Betrachtung der Bergwand lässt sich ein Hinweis darauf finden. Genau unter dem Kopf von Abraham Lincoln. Die Knöchel einer Hand. Mount Rushmore zeigt heute leider nur einen kleinen Teil von Borglums eigentlicher Vision. Er wollte etwas viel Grandioseres schaffen. Nicht nur die Köpfe, sondern auch die Oberkörper. So sah Borglums Originalmodell des kolossalen Projekts am Mount Rushmore aus. Doch es gibt noch ein anderes Geheimnis. Es verbirgt sich hinter den Gesichtern. Kaum einer weiß von dem Schacht, der an der Westseite in den Berg hineinführt. Das Einzige, was von Borglums noch viel ehrgeizigerem Traum übrig ist. Der Halle der Erinnerungen. In der Halle der Erinnerungen wären die ersten 150 Jahre amerikanischer Geschichte nacherzählt worden. Besucher hätten hier die Unabhängigkeitserklärung und andere historisch bedeutende Dokumente anschauen können. Eine Marmortreppe sollte bis ganz nach oben hinter die Köpfe führen. Sie wurde nie gebaut. Es gibt lediglich einen etwa 25 Meter langen Tunnel. Im Inneren ist es dunkel. Man sieht noch die Spuren der Grabungen aus den 30er Jahren. Es sieht wirklich aus wie der Eingang einer Grabkammer im Tal der Könige in Ägypten. Es mutet sehr historisch und bedeutend an. Doch bezweckte Borglum mit der Halle vielleicht etwas ganz anderes? Borglum befürchtete, dass Mount Rushmore in vielen Generationen Rätsel aufwerfen könnte. Wie etwa Stonehenge oder die Pyramiden. Niemand würde mehr wissen, wer diese Leute sein sollten. Er plante Jahrtausende in die Zukunft. Vielleicht sogar für den Fall, dass Außerirdische zu Besuch kämen. Zur Erinnerung daran stellt die Nationalparkverwaltung 1998 eine Titankiste vor den Eingang zur Halle der Erinnerungen. Eine Granitplatte auf dem Deckel soll 50 Jahre nach Guts & Borglums Tod seiner bedeutenden Leistung gedenken. In der Kiste befinden sich 16 Emaille-Tafeln. Die Tafeln erzählen von der Geschichte der Präsidenten und von Borglum. Sie zeigen die Unabhängigkeitserklärung und andere Gründungsdokumente der USA. So wurde am Ende zumindest ein Teil von Borglums Vision umgesetzt. Das Denkmal von Mount Rushmore ist ein beeindruckendes Zeugnis dafür, was man mit Talent und Willensstärke erreichen kann. Rund 130 Kilometer entfernt befindet sich eine noch rätselhaftere Felsformation. Eine geologische Seltenheit, um die sich seit Jahrhunderten zahllose Legenden und Geheimnisse ranken. Mit einem Namen, der einem das Fürchten lehrt. Devil's Tower, der Teufelsturm. Er ragt in den Himmel wie eine riesige, geballte Faust. Ein fast 300 Meter hoher Monolith aus zerklüftetem Gestein. Sein Name lässt an böse Mächte denken. Devil's Tower, der Teufelsturm.
Der Devil's Tower ist eine beeindruckende Felsformation. Man fragt sich, was ist das? Wie kommt das hierher? How did it get here? Der Name passt, es ist wirklich ein Turm. Es ist schon ein starkes Bild, die Formation ist so anders als ihre Umgebung. Man fragt sich sofort, wie das wohl entstanden ist. Und irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass da höhere Mächte im Spiel waren. Der Devil's Tower liegt im Nordosten von Wyoming und wurde 1906 von Präsident Roosevelt zum ersten Nationaldenkmal erklärt. Das sollte die mysteriöse Felsformation vor Grabungen durch Ölunternehmen und Goldsuchern schützen. 1977 wurde die Welt wieder auf das Felsmassiv aufmerksam, als es in Steven Spielbergs Film Unheimliche Begegnung der dritten Art als UFO-Landebasis erzählt wurde. In that movie, the tower. Im Film werden Menschen wie magisch vom Devil's Tower angezogen, aber sie wissen nicht warum. Sie kommen aus dem ganzen Land dorthin. Durch den Film wird der Devil's Tower jetzt immer mit UFO-Phänomenen in Verbindung gebracht. Aber es gibt auch Überlieferungen der amerikanischen Ureinwohner, denen zufolge hier Menschen in den Himmel aufgestiegen sind und dann zu Göttern wurden oder mit den Göttern eins wurden. Steht der Devil's Tower wirklich in Verbindung mit übernatürlichen oder außerirdischen Mächten? Ein Anhaltspunkt ist die Geschichte des unheimlichen Namens, den der Landvermesser Colonel Richard Dodge der Formation gegeben hat. Colonel Dodge wollte von seinem Dolmetscher wissen, wie die Ureinwohner den Fels nennen. Dieser antwortete, er werde Berg des bösen Gottes genannt. Dodge fand den Namen gut, aber Teufel fand er besser als böser Gott. So entstand der Name Teufelsturm. Der Name ist eine Fehlübersetzung, wenn auch eine interessante. Er klingt negativ. Das Wort Teufel lässt an böse Kräfte denken, aber das war dieser Fels für uns nicht. Es war ein positiver, mächtiger Ort. Es gibt überhaupt keinen Teufel in der Tradition der Ureinwohner hier. Das Wort existiert bei uns nicht. Die Geschichte des Devil's Tower reicht zurück bis in die Zeit der Dinosaurier. Geologen nehmen an, dass er vor 65 Millionen Jahren durch vulkanische Aktivitäten entstanden ist. Es gibt zwei überzeugende Theorien zur Entstehung des Devil's Tower. Eine besagt, dass es sich um die verwitterten Überreste eines Vulkanschlots handelt. Demnach wäre der Tower ein funktionierender Vulkan gewesen. And the tower is really what was like the throat of the volcano. Now the other theory, which is somewhat more favored, is. Die zweite gilt als die wahrscheinlichere. Ihr zufolge soll er durch Magma entstanden sein, das bis kurz unterhalb der Erdoberfläche gestiegen ist. Dieser unterirdische Fels, der von Sedimentgestein umgeben war, kam erst im Lauf von Millionen Jahren zum Vorschein. And so it exposed at the surface this magma that in reality never got to the surface. Schon die Ureinwohner Amerikas waren von der seltsamen Formation fasziniert. Mehrere tausend Jahre lang pilgerten Stämme aus allen Winkeln des Kontinents hierher, weil der Fels heilige Kräfte besitzen sollte. There are 21 tribes. Man findet den Fels in Überlieferungen von 21 Stämmen. Jeder Stamm hat einen eigenen Namen dafür und eine eigene Geschichte seiner Entstehung. In der bekanntesten Sage geht es um eine Gruppe von Mädchen, die beim Sammeln von Früchten auf einen Bären treffen. Sie rennen davon, bis sie zu einem kleinen Hügel kommen. Dort fangen sie an zu beten. Und siehe da, der Felshügel beginnt sich zu erheben und wird immer größer und breiter. The
Der Bär verfolgte sie bis dorthin und hinterließ Tatzenspuren im Fels, die man noch heute sehen kann. Dann ließ er von ihnen ab. Aber die sieben Mädchen saßen nun auf dem Felsen fest. Doch die Götter hatten Gnade mit ihnen und hoben sie hinauf in den Himmel, wo man sie heute noch im Winter direkt über dem Berg in der Sternenkonstellation Plejaden sehen kann. Manche glauben, dass diese Geschichte nicht nur eine Sage ist, sondern beweist, dass die amerikanischen Ureinwohner ein hochentwickeltes Wissen über Astronomie hatten. Laut der Geschichte sind die sieben Schwestern ja in den Himmel aufgestiegen und bilden nun das Sternbild der Plejaden. Aber mit dem bloßen Auge kann man in dem Sternbild nur sechs Sterne sehen. Man braucht eigentlich ein modernes Teleskop, um den siebten zu entdecken. Daher die Spekulation, dass mehr hinter dieser Geschichte steckt. Vielleicht gab es ja eine Begegnung der dritten Art. Nach indianischen Überlieferungen kann man auf diesem Felsen mit den Göttern in Kontakt treten. Sie holen einen dann in den Himmel. Genau dasselbe erzählt man sich heute über die UFOs. Außerdem ist der Devil's Tower oben flach. Quasi eine Landefläche für die Götter, wie im Spielberg-Film. Kein Wunder, dass das UFO-Phänomen in dieser Umgebung tausende Jahre zurückgeht. Aber was ist nun das Geheimnis des Devil's Tower? War er wirklich ein Landeplatz für Außerirdische? Eine Pforte zur Götterwelt? Für die amerikanischen Ureinwohner und die UFO-Fans ist er das. Für alle anderen bleibt das Rätsel über den Teufelsturm für immer ungelöst. Sehr viel weiter östlich, auf einer eng bebauten Insel namens Manhattan, wie ein riesiger Monolith, nicht aus Felsen, sondern aus Glas und Stahl, steht ein stolzes Symbol des Fortschritts. Was wird uns das Geheimbuch der USA über das Empire State Building verraten? Stolz überragt es die New Yorker Skyline. Doch das 443 Meter hohe Empire State Building ist weit mehr als nur ein Wolkenkratzer. Es ist ein Symbol Amerikas. Kein anderes Gebäude verkörpert New York so sehr wie das Empire State Building. Es sieht gut aus und hat eine tolle Ausstrahlung. Genau wie der ein oder andere Mensch, eben das gewisse Etwas. Man kann sich dem Empire State Building einfach nicht entziehen. Das Empire State Building wurde 1986 zum Nationaldenkmal erklärt. Es gilt als eines der bedeutendsten Art Deco-Bauwerke der USA. Doch hinter seiner Steinfassade verbirgt sich ein Geheimnis, von dem nur wenige New Yorker etwas ahnen. Das Gebäude, das wie kein anderes den Wohlstand und die Willensstärke Amerikas verkörpert, war einst ein finanzielles Desaster. Alles begann 1928, als der Self-Made Man John J. Raskob dem ehemaligen New Yorker Gouverneur Al Smith eine unglaubliche Idee unterbreitete, das höchste Gebäude der Welt zu bauen. Raskob sagte zu Al Smith: Hör zu, ich kenne mich mit Finanzen aus, du dich mit New York. Wir sollten ins Immobilienbusiness einsteigen. In den 20ern bedeutete das, ein Hochhaus zu bauen. Bei Vorgesprächen mit dem Architekten ließ sich Raskob von einem sehr schlichten Gegenstand inspirieren. Angeblich hat Raskob einen Bleistift hochgehalten und soll dann gesagt haben, können Sie machen, dass es so aussieht? Und tatsächlich, wenn man weit genug entfernt ist und einen Stift in Richtung Skyline hält, sieht man, dass die Form übereinstimmt. Der Architekt William Lamb sollte das Gebäude an der Stelle bauen, an dem zuvor das erste Waldorf-Astoria-Hotel gestanden hatte. Als man das Hotel abgerissen hatte und die Baugrube aushob, stieß man auf das erste überraschende Geheimnis des ehrgeizigen Projekts: einen unterirdischen Fluss.
Das größte Geheimnis liegt wohl 5 Stockwerke unter der Erde. Unter dem Empire State Building fließt ein Fluss. Um das Gebäude zu schützen, wurde eine Verschalung gebaut. Doch Wasser war nicht die einzige Herausforderung, der sich die Eigentümer stellen mussten. Ein weiteres Bauprojekt konkurrierte um den Titel des höchsten Gebäudes der Welt, das Chrysler Building. Es war so etwas wie der Wettlauf der Titanen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Chrysler Building, Lexington Avenue, Ecke 42. Für jedes Stockwerk, das Chrysler baute, fügten die Planer des Empire State Building 5 bis 10 weitere hinzu. Sie gingen damit bewusst Risiken ein, besonders für ihre Arbeiter. The old urban myth about skyscrapers. Es hieß immer, dass es im Schnitt einen Toten pro Stockwerk gab. Das stimmt so nicht. Aber eine Hochhausbaustelle ist natürlich ein gefährlicher Arbeitsplatz. Die Arbeiter hatten keine Bauhelme oder sonstige Sicherungen. Sie liefen einfach so auf den Stahlträgern herum. Einmal schaute ein Arbeiter in den Fahrstuhlschacht hinab, um zu sehen, ob ein Fahrstuhl kam. Und es kam einer. Am Ende kamen beim Bau 5 Arbeiter und ein Fußgänger ums Leben. Die Unfälle wurden als außergewöhnliche Missgeschicke abgeschrieben. Am 1. Mai 1931 präsentierte man das Empire State Building einem begeisterten Publikum. Das höchste Gebäude der Welt wurde mitten in der Zeit der Großen Depression gebaut und beschäftigte Tausende von Bauarbeitern und Handwerkern. Dieses außergewöhnliche Bauwerk wurde in einer Zeit erbaut, in der das ganze Land litt. Alle zogen an einem Strang. Es wurde nicht nur zu einem Symbol New Yorks, sondern für die Tatkraft Amerikas. Doch die meisten jubelnden New Yorker ahnten nichts von dem Geheimnis, das die Zukunft des ganzen Projekts bedrohte. Das Empire State Building steckte in tiefen finanziellen Schwierigkeiten. Die meisten Mietflächen blieben ungenutzt. When the stock market crashed in 1929, 1929 brach der Aktienmarkt zusammen. Die Wirtschaftslage führte zu einer starken Konkurrenz unter den Gebäuden, die gleichzeitig auf den Markt kamen. Das war mehr als ein Dutzend Hochhäuser, die alle mehr als 50 Stockwerke hatten und ihre Flächen zu günstigen Mieten anboten. In den ersten 10 Jahren stand das Empire State Building zu 2/3 leer. Zwischen der 25. und 80. Etage gab es so gut wie nichts. Trotzdem ließ man nachts das Licht an, um die Illusion aufrechtzuerhalten, dass das Gebäude gut lief. In einem verzweifelten Versuch, dringend benötigte Einnahmequellen zu erschließen und den Titel für das höchste Gebäude der Welt zu behalten, enthüllten die Bauherren einen weiteren geheimen Plan. Eine 60 Meter hohe Andockstation für Zeppeline. Leider endete der erste und einzige Test der Station in einer Katastrophe. Das angebundene Luftschiff wurde im Wind zerfetzt. Der Plan war damit gestorben. Man stelle sich nur einmal vor, wenn ein Zeppelin explodiert wäre, wie die Hindenburg. Ein etwa 300 Meter langes Luftschiff. Das reicht von der 34. zur 38. Straße. Wäre es über Manhattan explodiert, wäre Feuer auf Gebäude und Menschen hinabgeregnet. Eine unfassbare Katastrophe. Das stolze Symbol des Kapitalismus und der Innovation brachte erst in den 50er Jahren Gewinn ein, nachdem sich die amerikanische Wirtschaft vom Zweiten Weltkrieg erholt hatte. Bis 1972 behielt das Empire State Building den Status als das höchste Gebäude der Welt. Dann wurde es von den Zwillingstürmen des World Trade Centers abgelöst.
Seitdem trugen eine ganze Reihe von Hochhäusern diesen Titel, darunter der Sears Tower in Chicago, der Taipei 101 in Taiwan und der aktuelle Rekordhalter Burj Khalifa in Dubai. Mit seiner atemberaubenden Höhe von 830 Metern, fast doppelt so hoch wie New Yorks ehemaliger Titelverteidiger. Nichtsdestoweniger ist das Empire State Building noch heute das Symbol für Fortschritt und Wohlstand. Gut 6 Kilometer von hier und weniger als 1 Kilometer von der Wall Street entfernt befindet sich ein weiteres New Yorker Wahrzeichen. Eins, über dessen Geheimnisse nur wenige Eingeweihte Bescheid wissen und das mit Verrat, Totschlag und der Ermordung eines amerikanischen Präsidenten zu tun hat. Es sieht aus wie ein gewöhnlicher Park, der zum Joggen, Radfahren und Picknicken einlädt. Besonders schön ist der Panoramablick auf den New Yorker Hafen, die Freiheitsstatue und die Skyline von Manhattan. Governors Island liegt unterhalb der Spitze von Manhattan. Die größte Insel vor der Stadt gilt bei vielen als absoluter Geheimtipp. Doch dieser Ort hat eine dunkle Vergangenheit, in der die Ermordung von Präsident Abraham Lincoln eine wichtige Rolle spielt. Die 1611 entdeckte Insel wurde 1699 zur ersten Erholungsanlage für politische Führungskräfte, eine Art Camp David des 17. Jahrhunderts. Ein britischer Gouverneur beschloss, die Insel zu einem Rückzugsgebiet für die Gouverneure der Königin zu machen. Daher der Name Governor's Island. Doch die strategische Lage der Insel führte dazu, dass das Idyll gestört wurde im Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten. Im Februar 1776 erklärte Benjamin Franklin in einem Brief, wie strategisch wichtig die Insel war. 300 bis 400 Männer könnten hier über Nacht Kanonen in Stellung bringen, um die britische Flotte abzuwehren. Nach seiner Niederlage in der Schlacht von Long Island nutzte General George Washington die Insel als geheimen Rückzugsort für sich und seine 9000-Mann-Armee. Es gab ein Dutzend Kanonen, die das Einlaufen der britischen Marine verhindern sollten. Man wollte sie George Washington vom Leib halten, damit er sich hier erholen und später wieder in den Kampf ziehen konnte. 1807 wurde zusätzlich zu der Inselfestung Fort Jay eine zweite Festung gebaut, Castle Williams. In Castle Williams konnten bis zu 103 Kanonen in Stellung gebracht werden. Die Festungsartillerie war wie ein Boxer im Ring, bereit, es mit jedem aufzunehmen, der sich dem New Yorker Hafen näherte. Das wollten die Briten 1812 gar nicht erst riskieren und später dann auch nicht mehr. Jahrzehntelang beherbergte die Insel einen Stützpunkt der US-Militärverwaltung. Doch der Bürgerkrieg änderte das drastisch und manch einer hielt die Insel von nun an für verflucht. Die Armee der Nordstaaten wusste nicht, wohin mit ihren Gefangenen. Darüber hatte sich niemand Gedanken gemacht. Also brachte man sie hierher. Der verantwortliche Offizier des Militärstützpunkts war von dieser Situation ziemlich genervt, denn statt der angekündigten 100 Gefangenen kamen 600. Man sperrte sie also in die Festung, in der sie bis dahin nur Schweine gehalten hatten. Das Leben in diesem Gefängnis entbehrte jeglicher Richtlinien und war für die Insassen ein wahrer Horrortrip. Die Bedingungen, unter denen die Südstaatler festgehalten wurden, spotteten jeder Beschreibung. Die Hölle auf Erden trifft es wohl noch am ehesten. Die Offiziere lebten zu 10 in einem Raum ohne Tisch und Stühle. Das Bett war ein mit Stroh gefüllter Leinensack. Es war dunkel, feucht und kalt. Einfach erbärmlich. It was dark
It was wet, it was cold and miserable. Die Bedingungen für die einfachen Soldaten waren noch viel schlimmer. Sie wurden in der Festung zusammengepfercht, teilweise bis zu 700 Mann auf einmal. At times there were 700 men packed in there. Die Gefangenen, die nicht schon vorher durch eine Krankheit gestorben waren, kamen vors Kriegsgericht der Union. Und das kannte nur zwei Urteile: Tod durch Erhängen oder durch ein Erschießungskommando. Fire! Fife and Drum Corps would march out of Fort J. Die Gefangenen wurden von einem Musikchor aus der Festung geleitet, das den Todesmarsch spielte. Sollten sie erschossen werden, brachte man sie an den Strand des Hudson River. Dort fand die Hinrichtung statt. Einer der Exekutierten, die angeblich noch immer als Geister auf der Insel umherstreifen, war John Yates Bell. Man warf ihm Verrat an den Nordstaaten vor. John Yates Bell war ein Spion und Saboteur, der im Bürgerkrieg für die Südstaaten arbeitete. Er wurde 1864 verhaftet, weil er versucht hatte, einen Gefangenenzug zum Entgleisen zu bringen. Er wurde im Dezember 1864 festgenommen und nach Governors Island gebracht. General John Dix stellte Bell vor ein spezielles Kriegsgericht, das ihn für schuldig befand. And Bell is found guilty. There is a legend. Der Legende nach reichte der Schauspieler John Wilkes Booth bei Abraham Lincoln ein Gnadengesuch für Bell ein. Dieser willigte zunächst ein, doch er soll die Begnadigung wieder zurückgezogen haben, nachdem sein Außenminister William Seward die Hinrichtung forderte. When his Secretary of State William Seward, who was a former senator from New York, demanded his execution. Am 24. Februar 1865 wurde John Bell zum Tod durch Erhängen verurteilt. When Bell, like, was killed. Nach Bells Tod war John Wilkes Booth angeblich so wütend, dass er einen Plan ausheckte, um Präsident Lincoln sowie Vizepräsident Johnson, General Ulysses S. Grant und Außenminister Seward zu töten. Wir wissen ja leider, wie die Geschichte ausging. Am 14. April 1865 wurde Lincoln von Booth angeschossen und starb am nächsten Morgen. Es ist nicht sicher, ob Booth sich wirklich wegen der Hinrichtung bei der Regierung rächen wollte, doch der Verdacht bleibt. Wurde John Bell zu Unrecht erhängt? Löste seine Hinrichtung die Erschießung des Präsidenten aus und veränderte so für immer die Geschichte der USA? Und könnte dieses dunkle Kapitel der amerikanischen Geschichte erklären, warum eine idyllische Insel direkt vor New York City bis heute so wenig erschlossen und beinahe unbewohnt ist? Ist Governors Island wirklich verflucht? Gigantische Monolithen aus Stein, Fels und Stahl. Von Menschen geschaffene Gebilde, die der Schwerkraft trotzen und die Wissenschaftler verblüffen. Orte, die die Toten ehren. Orte, wo die Toten keine Ruhe finden. Die Monumente Amerikas sind Zeugen der besonderen Beziehung zwischen dem Menschen, seiner Geschichte und der Natur. Sie faszinieren und befremden uns bis heute. Und sie alle haben ihre Geheimnisse. Verblüffende, spannende und manchmal beängstigende Geheimnisse. Viele davon wurden nie gelüftet. Bis heute.